Und damit willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Soul-Silver. Purpur. Ich bin mal wieder auf Soul-Silver-Trip. Keine Ahnung warum. Hier ist ein interessantes Pokémon, sehe ich gerade. Wir sind unterwegs auf zur nächsten Stadt. Hier jetzt durch das Eisgebiet. Wir sind im letzten Part hier frisch angekommen und wollen hier hin. Da werde ich auch mal das als Zielort festlegen. Und mal gucken, wie lange es dauert, bis wir dann da angekommen sind. Und das wird bestimmt ganz nice und ganz eisig. Gucken wir mal. Jetzt müssen wir erstmal hier wieder ein bisschen bergsteigen. Davon hatten wir eigentlich schon genug. Allerdings geht es noch bergiger weiter. Allerdings, ich glaube auch nicht mehr so viel. Würde ich mal schätzen. Weil hier ist, glaube ich, eine Lichtung, wo wir gleich durch können. Auch ich hasse es, dass man nicht mal die Pokémon berührt und trotzdem kommt man in einen Kampf rein. Ja, genau. Geosali hat sich weiterentwickelt. Richtig. Oh. Okay. Ja, das ist leider nervig, dass man immer in einen Kampf verwickelt wird, wenn man nur in der Nähe ist. Oh ne, nicht dieses Pokémon. Ich kenne das. Ich weiß nicht, aus welcher Generation das ist, aber es ist so eklig. Okay, wir gehen weiter in diese Richtung. Hoffentlich laufen wir in kein Pokémon rein. Denn hier gibt es auch keine Wege oder irgendwie so, wo man vielleicht sicher vor Pokémon ist. Nein, gibt es nicht. Aber gut, ist auch, ja, bei so einem versteinten Gebiet ist das auch, denke ich mal, ganz logisch. Oh, dieses Pokémon, das stammt, glaube ich, aus der 5. Gen, meine ich. Dieses Eisbären-Pokémon. Ja, sieht aus wie ein Eisbär, also. Oh, Schneebedeckt, Rex Blizzard. Nices Pokémon. By the way. Okay, auf jeden Fall gibt es hier eine ganze Menge verschiedene Pokémon. Auch hier dieser, was weiß ich, was das ist. Aber ich würde fast sagen, wir sind oben angekommen. Ich bin in ein Pokémon reingelaufen. Natürlich das größte von allen. Natürlich. Komm, flüchte. Oh. Ja, ich bin jetzt entkommen, aber Silizal, also Weiterentwicklung von Silizal, ist jetzt dabei draufgegangen. Leider, ich muss einen Beleber einsetzen. Ich hasse das. Früher konnte man schön Topschutz einsetzen und dann brauchte man sich nicht mehr, ich sag mal, fürchten vor wilden Pokémon. Aber es hat sich leider, die Zeiten haben sich geändert. Das ist anders inzwischen. So, hier auch nochmal ein paar, noch zwei, obwohl nur ein Supertrank. Lori, na, Lori braucht jetzt keinen Trank. Ich habe mich nicht mehr in so viele. Ich baue mal wieder ein Pokémon-Center. Aber zuerst ein Trainer. Erstmal ein Trainer. Mit wem starte ich? Komm, Silizal. Wir starten mit Silizal. Ich hoffe, du hast jetzt keinen Eis-Pokémon, obwohl Eis ist ja auf Gestein normal effektiv. Damals dachte ich immer, es ist sehr effektiv. Bis Bone, ach, da ein Profi mal wieder. Bis Bone mir mal geschrieben hat, war, dass das normal effektiv ist. So, ein Dragonier. So, gut, dann können wir ja mal unsere neuen Attacken ausprobieren. Einerseits, oder, obwohl, mache ich noch nicht. Hammerarm ist die neue Attacke, aber weiß nicht, ob das so wirkungsvoll aufs Dragonier ist. Dann nehmen wir lieber den Step-Move mit Steinhagel. Ja, das sieht schon deutlich besser aus. Aber ja, Seidigant heißt unser Pokémon jetzt. Seidigant macht das ganz gut. Und entschuldigt, wenn ich hier und da dann immer noch Silizal sage. Das ist ähnlich wie bei noch damals Geosali. Warum werde ich jetzt angerufen? Ich muss mal kurz angehen. Kaum beginnt der Part, ey. Gleich sowas. Gleich sowas. Schlimm. Aber wir haben es ganz gut geregelt bekommen mit Weiterentwicklung von Silizal. Ich kann mir den Namen noch nicht mehr. Oh, wir sind dann so bei der Stadt schon angekommen, oder was? Tatsächlich, wir sind dann schon angekommen. Okay, ich dachte, bis zur Stadt brauchen wir noch den gesamten Part. Dabei habe ich die letzten beiden Parts. Oh, ein Schneemann. Mit so einem Ding da drauf. Ist das cool? Das ist cool mit einem Schneemann. Dabei habe ich die letzten Parts das komplett unterschätzt, wie viel das noch ist. Da dachte ich, wir kommen hier schneller an. Und jetzt dachte ich halt, nachdem das so ewig gedauert hat, sind wir dann doch länger unterwegs. Und hier ist nicht mal irgendwie eine Stadt, sondern einfach eine einzelne Arena. Was? So, ich glaube, die Arena-Prüfung wird irgendwas im Schneegebiet sein. Was vielleicht auch ein bisschen länger dauert. Stimmt, Nymila. Nochmal ein Kampf gegen Nymila wahrscheinlich. Ja, stimmt. Wir sind beim 7. Arena und das heißt Kampf gegen Nymila wahrscheinlich. Okay. Ich habe schon von deinem Sieg gehört. Glückwunsch zum 6. Arena und wusstest du, dass nicht mal 10% der Herausforderer es so weit schaffen? Oh. Das ist interessant. Aber es überrascht mich kein bisschen, dass du zu dieser talentierten Minderheit gehörst. Du übertreibst. Ganz sicher nicht. Ich wusste schon nach unserem ersten Kampf, dass du mal richtig stark werden würdest. Also, wie wär's mit deiner Aufwärmübung, bevor du dich in der Arena versuchst? Na los, du weißt schon, worauf ich hinaus will, oder? Natürlich, let's go! Okay, wir hatten jetzt nicht mehr die Entscheidung, oder wir konnten nicht mehr eine Entscheidung fällen. Gut, dass ich nochmal so weit die Pokémon geheilt habe. Gut, Lori jetzt nicht komplett, aber trotzdem bin ich da ganz froh jetzt drum.
Tada! Hier werden wir kämpfen. So sieht das Gelände hier also aus. Okay, dann weiß ich Bescheid. Man sollte sein Umfeld immer vorher checken, weil man sich das unter anderem auf die Standfestigkeit der Pokémon auswirken kann. Sorry, dass ich dich einfach mitgezerrt habe, aber Aufwärmübungen können nie schaden. Gerade bei so einem kalten Gebiet wie hier. Also dann, Dennis, der Kampf ist das Ziel. Ja, gerade ist auch bei uns draußen nicht gerade warm. Dadurch passt das ja vom Feeling her. Und auch in meiner Wohnung ist gerade nicht warm. Ich hatte heute Morgen kurz geheizt, allerdings nicht so viel. Und jetzt ist es inzwischen Nachmittag, da ist die ganze Wärme eh wieder raus. So, Wolverock. Oh, da weiß ich doch, was ich einsetze. Da weiß ich doch, was ich einsetze. Und zwar einen schönen Hammerarm. Ja, darum ist es jetzt auch in meiner Wohnung auch nicht gerade warm. Bisschen warm. 17 Grad gerade drinne. Ich glaube, das ist noch ganz in Ordnung. Steinhagel kannst du gerne machen. Zieht sogar mehr ab als gedacht, muss man einfach so sagen. Aber wir machen einen schönen Hammerarm. Deine Initiative sinkt dabei, glaube ich, noch, oder? Nein, nein. Ich dachte, das war noch... Oder vielleicht ab und zu mal Initiative, das kann sein. Nein, meine Initiative sinkt. Oh, dann war es so rum. Naja, egal, egal, noch ein Hammer. Stimmt, war mein. Ach, die Flinkklaue wirkt. Ich bin froh, dass ich Seitigant meine Flinkklaue gegeben hat. Ich denke mal, bei ihm macht es schon noch am meisten Sinn, dass er die Flinkklaue hat. So, wunderbar. Hast dich sehr gut um das erste Pokémon gekümmert. Das war sehr, sehr nice. So, Level 35 für Krokalor. Vielleicht sehen wir heute noch die Entwicklung. Whiskagott. Drachen-Pokémon. Ein Drachen-Pokémon. Ist es nur Drache oder Drache-Gift? Es sieht immer so giftmäßig aus, aber ich glaube, es ist nicht mal Gift. Was könnten wir gegen Drache machen? Bei Seitigant bleiben? Oder kann er eine Bodenattacke einsetzen? Kann natürlich sein, dass er Boden kann. Das ist jetzt eine schwierige Frage, was wir da machen. Ich glaube, ich bleibe erstmal bei Seitigant. Mal gucken, was Whiskagott so drauf... Achso, ist ja noch die Zwischenstufe. Ist noch nicht die Endentwicklung sogar. Dann machen wir mal Steinhagel. Let's go. Da Impuls machst du, okay? War ein Volltreffer sogar. Okay. Ja, guck mal, Seitigant macht das richtig gut. Seine neue Entwicklung performt. Sehr nice. Ja, ich freue mich auch jetzt gegen die Milards wieder zu kämpfen. Wahrscheinlich der vorletzte Kampf vor der Liga, würde ich schätzen. Wir werden bestimmt nochmal direkt vor der Liga kämpfen, würde ich mal schätzen. Aber sonst so. Ja. Okay, Aquawelle ist natürlich ruhig. Du gehst wieder auf Drachenpuls. Aquawelle macht mehr, obwohl das macht jetzt auch wieder viel Schaden. Okay. Gut, Whiskagott ist allerdings weg. Ja, wie gesagt, ich denke noch, gegen Nemila werden wir noch vor der Liga kämpfen. Direkt davor. Als letzter Kampf vor der Liga. Irgendwie so. Aber darauf freue ich mich natürlich auch. Energieball will erlernt werden. Ist halt die Frage. So, einerseits, Angriff ist so oder so höher. Deutlich höher. Blumentrick ist physisch und hat eine Volltreffergarantie. Daher macht Blumentrick immer noch mehr Sinn als Energieball. Sowas an. Also, ja. Pamomamo. Das ist ja jetzt. Das ist Maulitz. So wie sehen. Unser Maulitz hier. Sankabu, das ist ja dein Job. Genau. Wie es schon beim letzten Kampf gegen die Mila ist, das Sankabu-Job. Elektro nicht wirksam wegen dem Bodentyp. Kampf nicht wirksam wegen dem Geisttyp. Und normale Attacken sind auch wegen dem Geisttyp nicht wirksam. Da bräuchte jetzt das Pamomamo schon irgendwie eine andere Attacke. Aber ich vermute mal. Ja, genau. Du hast nämlich keine wirkungsvolle Attacke gegen mein Sankabu. Sehr schön. Aber gut, andersrum wäre es genauso. Mein Maulitz hätte auch gegen Sankabu keine Chance, meine ich. Doch, eigentlich schon. Mit einer Bodenattacke. Also rein theoretisch ist mein Maulitz nochmal deutlich besser. Zumindest aufgestellt von den Attacken her. So, tschüss. Sehr gut, Sankabu. Oh, ich hoffe so sehr, dass Sankabu noch eine Entwicklung hat. So eine Sandburg wäre cool. Wenn er noch irgendwie so eine Sandburg wird. Das würde ich feiern. So, Seitigant versucht Tarnsteine zu lernen. Wollte das nicht vor kurzem schon mal? Machen wir nicht mit rein. Bei Londa. Das ist doch erstmal wieder der Wasserstarter, richtig? Riffex, das ist jetzt, glaube ich, dein Job mal. Was war denn... Das war auch noch Unlicht, meine ich. Wasserunlicht war, glaube ich, der Wasserstarter. Ja, genau. Nee, Quatsch. Quatsch. Unser Pflanzenstarter ist doch Unlicht. Das war Kampf, oder? Wasserkampf? Ich meine ja. Auch schon das letzte Pokémon? Oh, das ist ja interessant.
Ja, es war, glaube ich, Wasserkampf. Machen wir den Ladungsstoß. Ach ja, stimmt, Terrakristall. Habe ich komplett vergessen, dass es den Terrakristall noch gibt. Aber gut. Vielleicht schafft es Reflex auch so. Ich weiß es nicht. Wäre vielleicht ganz klug gewesen, auch selber den Terrakristall Orb einzusetzen. Aber ist nicht so schlimm. Boah, es sieht schon sehr cool aus. Mir gefällt der Wasserstarter in der Endentwicklung. Ich bin so sehr auf den Feuerstarter in der Endentwicklung gespannt. Das, was wir heute sehr wahrscheinlich noch sehen werden. So, Wurmtanz. Oh, es zieht ordentlich rein. Habe ich mir schon fast gedacht, dass es ordentlich reinzieht. So, let's go. Komm, Paralyse, Paralyse, Paralyse. Ah, schade. Leider nein. Molitz haben wir aktuell noch nicht im Team wieder. Dann Lori. Ich glaube, es wird jetzt noch dein Job jetzt sein. Machen wir mit Lori noch. Reflex ist leider nicht schnell genug. Lori muss natürlich jetzt eine Attacke aushalten. So, komm. Die beiden Starter meinte ich. Wasserdüse, Prio-Move. Da hätte ich eh mit Reflex keine Chance gehabt. Gut. Einfach der Vorführung halber machen wir jetzt natürlich auch die Terra-Kristallisierung, obwohl Blumentrick bestimmt ausreichen wird und das gegnerische Pokémon keine Chance mehr hat. Let's go! Sehr nice. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Oh, Luftschnitt, Weiß ich nicht, ob Terra-Kristallisierung Verteidigung uns so erhöht? Wenn ja, könnte sonst der Luftschnitt gekillt haben. Also doch nochmal gut, dass wir Terra-Kristallisierung eingesetzt haben. Glaube ich. Aber gut. Gerade macht sie das so... Warte, ist noch nicht vorbei? Kommt noch ein Pokémon? Oder wie ist das? Oder war es jetzt einfach nur so ein Zwischentext? Gucken wir mal. Okay, wurde besiegt. Und nochmal Level-Ups. Krokalor könnte sich jetzt eventuell entwickeln. Das wäre ganz cool. Ich wusste es, du bist genau der Richtige. Komm, komm, Entwicklung, Entwicklung. Yes, 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 okay, okay. Die letzte Entwicklungsstufe der Starter, die mir noch fehlt, die ich noch nicht kenne, die wird jetzt enthüllt. Da nochmal danke, danke an Jonas, dass er mir den Feuerstarter zur Verfügung gestellt hat. Lokroko heißt es auf Deutsch, okay. Dass er mir den Feuerstarter zur Verfügung gestellt hat. Das ist ganz nice. Und hat jetzt doch schneller, ist doch schneller gegangen als gedacht. Gucken wir mal jetzt. Gucken wir mal. Welcher Typ wird er sein? Ich habe gar keine Ahnung. Vielleicht Feuerbohnen. Okay. Ein Clown-mäßig, so Clown-mäßig. Skellokrok. Skellokrok. Okay. Oh. Ich weiß jetzt nicht, was ich von ihm halten soll. Eindeutig ist für mich Platz 1 der Wasserstarter. Und ich weiß nicht. Einerseits hat's was, andererseits, weiß ich nicht. Könnte vielleicht Feuergeist sein. Aber, weiß ich nicht. Gucken wir mal den Typen mal an. Doch, Feuergeist. Oh, das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Okay, das ist sehr, sehr cool. So wie Lichtel und, Skelabra meine ich, glaube die Weiterentwicklung heißt, glaube Skelabra meine ich, hatten wir in Schwarz-2 damals als Teammitglied. War schon ein cooles Pokémon. Feuergeist als Starter finde ich richtig cool. Also von den Typen her muss ich sagen, alle drei Starter richtig nice. Feuer und Licht gibt es auch sehr, sehr selten. Wasserkampfer, glaube ich, das andere gab es jetzt auch. Ja, stimmt, Wasserkampfer war das andere. Gibt es als Quapo, aber sonst auch relativ selten. Feuergeist ist bisher auch noch nicht so häufig. Und alles coole Typenkombination. Doch, mir gefällt es. Mir gefällt es. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mir gefällt es. Und ich glaube, ich lasse ihn sogar jetzt ein bisschen länger im Team mit drin. So, Loderlied. Der Anwender spuckt inbrünstig lodernden Flammen, als würde er singen und versenkt das Ziel. Dadurch steigt auch der Spezialangriff des Anwenders. Oh, das ist sehr, sehr cool. Stärke 80. Da ist die Frage, packen wir Kanon einfach mal raus. So. Aber Geist ist schon ganz nice. Leider noch kein Geist-Move jetzt. Und Sakabu entwickelt sich! Ja, nice, komm. Komm, ich wusste natürlich nicht, dass er eine Entwicklung hat oder so. Ich hab's nur gehofft. Komm.
bin ich mit meiner Prediction bei einer Sandburg richtig? Ich weiß es nicht. Ich habe gar keine Ahnung. Ich wusste bis eben nicht, dass er eine Entwicklung hat. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Es ist eine Sandburg. Ja, sehr schön. Kolossant. Oh, cooler Name. Cool. Sehr, sehr cooler Name. Es ist eine Sandburg. Ja, geil. Auch wieder Geistbohnen. Terra-Typ ist hoffentlich geblieben bei Pflanze. Aber ich denke mal, ja. Okay, cool. Das hat mich, also die Sandburg hat mich jetzt dann doch irgendwie trotzdem umgehauen. Fand ich nice. Zwei richtig coole Entwicklungen direkt jetzt hier nach dem Kampf. Was für ein Part. Tja, der Sieg geht an dich. Du warst wirklich immer stärker. Ja, jetzt ist es soweit. Du und deine Pokémon habt euch aufgewandt und seid perfekt vorbereitet. Hier ein kleines Dankeschön für den Kampf. Drei Top-Tränke, nice. Bis zum Shenron fehlt nicht mehr viel. Gib bei deinen letzten zwei Ohren nochmal richtig Gas. Ich bring dich noch schnell zum Anfang zurück. Danke sehr. Sind auch meine Pokémon vielleicht geheilt? Sonst muss ich das schnell noch machen, weil die Arena-Prüfung würde ich jetzt auch noch schnell gerne machen. Ein bisschen Zeit ist noch. Sind sie geil? Oh, yes. Yes, 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 yes. Dann let's go. Willkommen in der Montananata-Arena. Lass mich dich zuerst als Herausforderer registrieren. Ja, denn das heißt wunderbar. Bevor du dich mit Arena-Leiter Grusha messen kannst, muss die Arena-Prüfung bestehen. Deine Aufgabe wird es sein, am Schneeberg-Slalom teilzunehmen. Du musst auf deinem Reit-Pokémon die Piste hinauf und hinunterschlittern und dabei ist hier innerhalb des Zeitlimits. Das finde ich cool! Die genauen Regeln werden dir am Startpunkt der Strecke neben der Arena erklärt. Geh einfach nach draußen und folge den Aufgang links. Viel Erfolg. Ey, das finde ich cool! Das finde ich cool! Ich hab Bock! Ich habe richtig dolle Bock darauf. Also, let's go! So. Und dann links den Aufgang irgendwie. Hier? Wahrscheinlich hier. Wahrscheinlich hier. Dann gehen wir jetzt nochmal kurz hier hoch. Ja, genau. Hier ist auch das Pokémon. Oh, wenn ich schon einmal hier bin. Wenn ich schon einmal hier bin, dann möchte ich gleich mal mit dir sprechen und ein bisschen was kaufen. Und zwar, zack. Nein, 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 nicht so viel. Falls ich das sehe durch. 20 Supertränke und auch nochmal ein paar Hypertränke. Zack. 10 Hypertränke. Haben wir das mal wieder. So, wunderbar. Tschüss. Gibst du uns was? Gegen 8 Trainer gewonnen? Ah, 10 Trainer muss ich besiegen. Okay. So, und hier ist eine TM, aber ich bin trotzdem hier falsch. Ah, nee, ich bin hier richtig. Schneelandschaft. Erzeugt 5 Runden lang Schnee. Dadurch wird die Verteidigung von Eis-Pokémon irgendwie gestärkt oder irgendwie so. Ging zu schnell weg. Hallo, ich habe schon auf dich gewartet. Hier ist der Startpunkt des Schneeberg-Slaloms. Du musst eine Strecke durch beeindruckende Natur auf einen Reit-Pokémon zurücklegen. Wenn du innerhalb der festgelegten Zeit ins Ziel schaffst, bestehst du die Arena-Prüfung. Willst du dich direkt an der Arena-Prüfung versuchen? Oh ja, ich will loslegen. Na klar. Dann wünsche ich dir viel Vergnügen in unserer glitzernden Schneelandschaft. Los geht's. Gut. Oh, das ist ein richtiger Pfad, den sie da gebaut haben. Das finde ich cool. Das finde ich richtig cool. Könnte vielleicht meine Lieblingsprüfung werden. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Wie das so umgesetzt ist. Wir sind hier in einem Pokémon-Game, daher noch nicht so früh freuen. So, aber hier gibt es anscheinend auch Boostfelder, oder? Oh, das... Okay, es fühlt sich komisch an. Es fühlt sich richtig dolle komisch an. Ich habe noch nicht so die Physik herausgefunden, wie ich schneller werde und warum ich ab und zu abbremse. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Die Physik ist sehr, sehr schwierig, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Und ich weiß nicht mal, ob ich die Ringe alle erreichen muss oder nicht. Ich mach's einfach. Ich glaube, ich muss die wahrscheinlich auch dingsen. Ist das das Ziel? Okay, sehr, sehr einfach. Sehr, sehr einfach. Alles klar. Wirklich schon die einfachste Prüfung schon mit. Aber okay, ja gut, es hat mich jetzt doch nicht vom Hocker gehauen. Ich habe es jetzt besser erwartet, weil auch irgendwie schlecht programmiert, aber war eine der besseren Arena-Prüfungen, das auf jeden Fall. Du hast es hier erreicht, Glückwunsch. Das war ein richtiges Spektakel, erinnert mich beinahe an Grusha in seinen besten Tagen. Oh, die Arena-Prüfung hast du natürlich locker flockig bestanden. Berichte bitte am Empfang von deinem Ergebnis. Da hätte ich mir zum Beispiel ein bisschen mehr Ausbau gewünscht. Dass da ein bisschen mehr mit ausgebaut wird, dass da, dass da auch ein paar Trainer sind. Vielleicht Trainer besiegen, dann kriegt man extra Sekunden und so. Das wäre doch cool gewesen. Genau, nach einer Etappe, nach dem Drittel der Strecke, trifft man auf einen Trainer, besiegt man ihn.
dann kriegt man extra Sekunden. Verliert man, dann kriegt man zum Beispiel minus Sekunden oder irgendwie so. Das wäre doch ganz cool gewesen. Aber so war jetzt das einfach. Es fühlte sich an, schnell was Einfaches hinzaubern, schnell und was hier hingezaubert. So hat sich das leider angefühlt. Aber okay, so ist es halt. So, das Item nehme ich noch mit, dann ist der Part jetzt hier vorbei. Von daher vielen Dank fürs Einschalten. Man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder zur Arena, wo wir uns den 7. Orden holen. Und danach können wir ja schon mal einen kleinen Ausblick mal wagen. Nein, ich drücke gerade auch die falschen Tasten. Ich habe jetzt jede Taste durch, außer die Kartentaste. Ich glaube, danach geht es hier schon mal zur 8. Arena, wenn wir das direkt machen können. Danach würde ich hier hingehen und danach geht's hier zum See. Das ist der Plan. Warte, Team Star-Versteck haben wir doch auch noch irgendwo. Stimmt, hier, das kommt auch noch dazwischen. Irgendwo. Also von daher vielen Dank fürs Einschalten und tschüss.